Ladies and Gents, herzlich willkommen zu einem neuen Wochenrecap auf meinem Kanal. Wir haben heute Sonntag, den 1. September. Es ist 17.45 Uhr und es geht um die Woche vom 12.8. bis zum 18.8. Ja, ich weiß, es sind 3 Wochen vergangen, aber ich habe mir Notizen gemacht und in dieser Woche ist auf jeden Fall sehr viel passiert und da sind einige Learnings entstanden und diese Learnings werde ich jetzt in diesem Video mit dir teilen. Zuallererst ist die größte Sache, die ich in dieser Woche bemerkt habe, dass Urlaubszeit angebrochen ist und dass generell die Vertriebsaktivitäten auf jeden Fall schwieriger von der Hand gehen als sonst. Jeder, der dir dort draußen erzählt, dass es die Urlaubszeit nicht gibt, dass es kein Sommerloch gibt und dass die Urlaubszeit nicht existiert, der erzählt dir einfach nur Bullshit. Weil logisch gesehen existiert sie. Menschen sind im Urlaub. Menschen machen auch mal Urlaub. Es sind nicht alles so Hustler, die 365 Tage im Büro bleiben und keinen Urlaub machen. Also Menschen machen Urlaub, vor allem die Menschen, die Kinder haben, die nutzen die Sommerferien, um mit ihren Kindern in Urlaub zu gehen. Wichtig ist, wie dein Mindset gegenüber dieser Urlaubszeit ist und wie du damit umgehst, weil sie existiert. Leute sind weniger im Büro, Leute sind weniger da, Leute sind im Urlaub. Aber wenn du das als Ausrede nutzt, um weniger zu machen oder gar nichts zu machen oder mit schlechteren Resultaten zufrieden zu sein, dann ist das einfach nur dein Mindset-Problem. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem echten Leben. Vor allem, wenn du Agenturinhaber bist, selbst Kaltakquise machst oder ein Kaltakquise-Team hast oder jemand dich beim Vertrieb unterstützt, dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du kannst aufhören zu telefonieren und gar keine Akquise machen in dieser Zeit, weil du sagst, ich erreiche so oder so niemanden. Oder du kannst einfach noch mehr Gas geben. Es ist ja total simpel. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel der Kaltakquise nehmen, dann ist es wie folgt. Wenn du telefonische Kaltakquise machst, sagen wir mal, du machst 100 Calls am Tag und du rufst, also wählst 100 Nummern am Tag in einer ganz normalen Zeit, jetzt nicht in der Urlaubszeit, dann erreichst du von den 100 Calls, keine Ahnung, 30, 40 Personen, sprichst am Tag mit 5 bis 10, 15 Entscheidern und machst vielleicht 2, 3 Termine. Wenn du in der Urlaubszeit bist, dann wirst du auf jeden Fall weniger Leute erreichen, weil die Leute sind im Urlaub, das haben wir ja schon geklärt. Aber wenn du weniger Leute erreichst, dann hast du auch eine geringere Callzeit. Das heißt, wenn du mit weniger Leuten sprichst, also eine Nummer wählst und keiner geht ran oder eine Nummer wählst und das Vorzimmer sagt dir direkt, der Chef ist im Urlaub, dann sprichst du ja effektiv weniger Zeit. Das heißt, du hast mehr Zeit, mehr Schlagzahl zu fahren. Das heißt, du machst in dieser Urlaubszeit keine 100 Calls, sondern 150 Calls. Es ist so oder so schwer, vor allem in der Akquise, durch das Sommerloch durchzukommen, weil es hart ist im Kopf. Ich habe es ja selbst gemacht. Ich habe selbst 8.000, 10.000 Cold Calls gemacht. Ich habe jetzt 2 Jungs bei uns im Team, die das auch machen. Und von denen höre ich das auch. Wenn du ein Agenturinhaber bist, der auch Personen in der Kaltakquise hat, der ein Kaltakquise-Team führt, dann wirst du auch immer die gleichen Sachen hören. Die Entscheider sind im Urlaub, ich erreiche niemanden. Und wenn sie einen Termin legen, dann ist der Termin in 2 bis 3 Wochen. So ist es halt. Du musst halt mehr Gas geben. Was ist denn die Alternative? Gar nichts zu tun? Betriebsurlaub zu machen? Kannst auch gerne Betriebsurlaub machen. Dann sollen die Mitarbeiter ihre 2 Wochen Urlaub nehmen und dann können sie zu Zeiten, wo die Erreichbarkeit wieder besser ist, dann wieder callen. Ist vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber es ist keine Möglichkeit, gar nicht zu callen oder rumzuheulen. Das ist zu schwierig. Was ich in dieser Woche noch gelernt habe oder ein Learning, das ich gemacht habe, ist, dass bei uns eine andere Phase der Kundengewinnung angebrochen ist, sozusagen. Also es gibt Kundengewinnung in den verschiedenen Stages von Agenturen. Wenn du zum Beispiel am Anfang bist, eine Agentur hast, ganz am Anfang, dann hast du eine andere Kundengewinnungsphase, als wir jetzt zum Beispiel mit 30.000 bis 40.000 Euro Cashflow im Monat und 50.000 bis 60.000 Euro Auftragsvolumen im Monat. Wir gewinnen einfach andere Kunden. Das heißt, wir nehmen einige Kunden gar nicht mehr an, weil diese Kunden sich für uns einfach nicht rentieren. Dafür haben wir ja auch das Cold Call, Quali Call, Sales Call Setup, das Setter Closer Setup. Du qualifizierst die Personen, um zu schauen, ist diese Person für unsere jetzige Stage wirklich der richtige Kunde. Wenn du vor allem am Anfang bist, noch 5.000 Euro Umsatz machst im Monat oder 10.000 Euro Umsatz machst im Monat, dann nimmst du jeden Kunden an. Jeder Kunde, der bereit ist, mit dir zu arbeiten, der bereit ist, mit dir Geld zu verdienen, den nimmst du an, weil du hast einfach viel zu wenig Kunden und hast viel zu viel Zeit. Du hast keine Kunden, die du betreuen kannst, keine Kunden, die du upsellen kannst, keine Testimonials wahrscheinlich, keine Rezensionen etc. pp. Du nimmst jeden Kunden an. Bei uns macht es keinen Sinn mehr, jeden Kunden anzunehmen, weil ein Kunde, der bei uns 1.000, 2.000, 3.000 Euro für eine 2-3 Monatsbetreuung ausgeben kann, das ist für uns zu wenig. Der Apparat bei uns ist zu groß. Und das ist auch eine geile Message für dich oder für jeden, der gerade neu startet und sagt, der Agenturmarkt ist überfüllt. Freunde, der Agenturmarkt wird nie so richtig überfüllt sein, egal in welcher Nische du bist. Weil, wenn wir zum Beispiel auf dem Weg zur Marktführerschaft sind, werden wir immer mehr Kunden disqualifizieren, die relativ gut sind, noch für Leute, die in einer anderen Stage sind. Aber wir werden sie nicht annehmen, weil sie für uns einfach keinen Sinn machen. Das heißt, es gibt immer ein Kontinuum von Agenturen, die wachsen,
einige Kunden ablehnen, aber diese Kunden, die abgelehnt werden von einer größeren Agentur, können dann von kleineren Agenturen bearbeitet werden. Das ist gang und gäbe. Deswegen lass dich auch nicht von Messages von dort draußen, der Agenturmarkt ist überfüllt, Recruiting ist überfüllt etc. pp. Lass dich davon nicht so aus der Ruhe bringen. Ich sehe es an unserem eigenen Leib. Kunden, die wir wahrscheinlich vor einem Jahr noch angenommen hätten, die lehne ich heute ruhigen Gewissens ab und denke mir, okay, nee, das wird einfach nur viel zu wenig Ertrag für viel zu viel Arbeit, macht für uns keinen Sinn mehr. Deswegen mach dir keinen Kopf, starte durch, gewinn so viele Kunden, wie es geht, und dann wirst du definitiv deine Agentur auf Flughöhe bringen können. Ansonsten gab es in dieser Woche noch ein Meeting mit einem langjährigen Bestandskunden, dem wir unsere allererste Webseite verkauft haben. Also mittlerweile haben wir schon einige Webseiten und Karriereseiten gebaut, aber der Kunde mit der allerersten Webseite, der ist immer noch in the making, was mich auch natürlich ein bisschen nervt, weil ich gerne die Webseite online schicken würde und das ganze Thema abschließen würde, das Thema der Webseite und mit anderen Projekten weiter fortfahren würde mit dem Kunden. Aber an diesem Kunden merke ich auch, das erste Produkt oder die erste Verlängerung deines Produkts, die wird nie optimal sein. Das erste Mal, als wir Recruiting verkauft haben, das erste Mal, als wir Website verkauft haben, Karriereseite verkauft haben, war nicht perfekt. In diesem Fall auch nicht. Aus diesem Projekt haben wir sehr, sehr viele Learnings gezogen und die anderen Projekte laufen viel, viel smoother. Also teilweise sind Projekte, die wir viel später onboardet haben, jetzt schon live, also was Karriereseiten und sowas angeht, weil wir die Fehler von dort implementiert haben ins Onboarding und dementsprechend den Prozess einfach gestreamlined haben und relativ schnell die Projekte online kriegen. Aber man zieht seine Learnings draus und bei diesem Kunden hätten wir einfach viel, viel eher den Rahmen setzen müssen im Onboarding. Also wirklich, wenn du Webseiten und Karriereseiten verkaufst, dann ist das eine ganz andere Dienstleistung, als wenn du Recruiting verkaufst mit Paid Advertising. Wir hätten die Person onboarden müssen oder den Bestandskunden onboarden müssen und hätten einen glasklaren Plan anhand von Meetings machen müssen. Okay, beim Onboarding wird alles besprochen. Beim ersten Meeting nimmst du die Hauptseite ab, die Startseite. Beim zweiten Meeting nimmst du die Unterseiten ab. Beim dritten Meeting besprechen wir den gesamten Aufbau und du nimmst alles ab. Und beim vierten Meeting nimmst du die komplette Webseite ab, wenn die Contents in der Webseite sind. Alles weitere wird dich XYZ kosten, weil wenn du die Seite einmal abgenommen hast, dann arbeiten wir damit, dann kannst du danach nicht mehr Sachen ändern. Vor allem bei Mittelstandskunden, vor allem bei Kunden, die eine etwas andere Vorstellung haben, wie so eine Webseite aussehen soll, die im Nachhinein dann selbst mit den Dingen, die sie selbst vor 2 Wochen noch gesagt haben, nicht mehr zufrieden sind, ist das extrem wichtig und essentiell, weil ansonsten drehst du 100 Korrekturschleifen und die Webseite wird immer schlimmer und immer schlimmer und irgendwann willst du selbst sie nicht mehr online stellen, weil du dir denkst, dafür wollen wir nicht mit unserem Namen stehen. Und das hat mir auch wieder gezeigt, egal wie weit du bist in deiner unternehmerischen Journey, wenn du ein neues Department launchst, wenn du ein neues Produkt launchst, wenn du irgendetwas Neues machst, dann darfst du bei weitem nicht denken, dass du schlauer bist, als du eigentlich bist. Und du denkst, ja, ich bin krass, ich mache schon so und so viel Umsatz, ich weiß schon dies, ich weiß schon das, ich habe schon das Coaching gekauft etc. pp. Mir kann keiner was erzählen. Der Markt wird dich immer wieder korrigieren. Das heißt, wenn du reingehst mit einem neuen Produkt, mit einer neuen Dienstleistung oder mit irgendwas Neuem, dann setz das Beginner-Mindset auf oder hab am besten immer das Beginner-Mindset im Kopf. Ansonsten wirst du irgendwann sehr, sehr hart auf die Fresse fallen. Ansonsten, was Privates in dieser Woche war, wir haben sehr, sehr viel Zeit mit unseren Familien verbracht, also meine Frau und ich. Wir hatten 3 Grillabende bei uns daheim. Ich habe mir vor einigen Wochen einen neuen Grill zugelegt, einen Enders Boston Pro mit 3 Grillflächen. Der erste Gasgrill, den ich bisher habe oder hatte. Und es macht extrem viel Spaß. Grillen ist von mir in den letzten Monaten auf jeden Fall ein sehr großes Hobby geworden. Und ich glaube, ich werde sehr, sehr viel Geld, das habe ich meiner Frau schon gesagt, ich werde sehr, sehr viel Geld für Grillzubehör ausgeben, weil es macht einfach nur extrem viel Spaß. Grillen ist das Kochen der Männer, hat irgendein Kollege mal gesagt. Man fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr männlich, wenn man an so einem Grill steht. Es macht einfach nur Spaß, für seine Familie zu grillen, für seine Freunde zu grillen und die Gespräche zu führen, die man komischerweise nicht sonst führt, die teilweise auch sehr tiefgründig sein können. Und in dieser Woche haben wir wirklich unsere gesamte Familie fast eingeladen, 3 verschiedene Grillabende gemacht, alles Mögliche gegrillt. Ich habe auch zum ersten Mal in meinem Leben ein Steak gegrillt. Ich habe mich nie dran getraut. Früher mit den Jungs haben wir uns immer Einweggrills geholt. Dann haben wir 6 von diesen Einweggrills hingestellt. Und bei einem Einweggrill, ich weiß nicht, wer schon mal mit einem Einweggrill gegrillt hat, aber sobald die Kohle an ist, hast du gefühlt nur 2 Grillgänge an Grillgut, was du grillen kannst. Danach ist das Ding durch. Aber ich habe mich damals nie an ein Steak getraut, weil ich mir gedacht habe, oh, Steaks können nur die krassesten der krassen grillen. Und diese Woche habe ich die ersten Steaks auf den Grill geworfen. Sie sind bei weitem noch nicht so geworden, wie ich sie haben wollte. Aber man konnte sie essen. Sie haben auf jeden Fall geschmeckt. Und da werde ich mich auf jeden Fall definitiv verbessern, dass ich ein Grillmeister für mich selbst werde, der für seine Freunde und seine Familie wirklich das Beste vom Besten grillen kann. Darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ich
halte euch auf dem Laufenden, wenn ihr daran Interesse habt, wie es ist mit dem Grill. Wenn der ein oder andere Grillmeister unter euch am Start ist, haut gerne Tipps unten in die Kommentare, was Grillzubehör angeht. Also welche Zange würdet ihr gerne benutzen? Gibt es noch andere Sachen? Gibt es einen Plancher, den ihr gerne benutzt? Gibt es andere gute Gasgrills, die ihr empfehlen würdet? Ich habe jetzt, wie gesagt, einen Boston, einen Enders, ja, einen von Enders, Boston Pro, mit drei Grillflächen. Aber in Zukunft werde ich definitiv upgraden. Wenn der ein oder andere Grillprofi unter euch ist, haut es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten hat es mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch nur das Beste und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.